Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe so ein paar Make-up-Neuheiten hier, aber auch ein paar Produkte, die so in Adventskalendern drin waren. Und im Prinzip probieren wir heute einfach mal ein paar neue Sachen in meinem Gesicht aus. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Manche Sachen sind halt einfach nicht neu, sondern sie sind halt noch in meiner Möchte-ich-noch-ausprobieren-Kiste gewesen. Zum Beispiel hier von Charlotte Tilbury Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer, da habe ich 15 ml drin. Den hatte ich nämlich von Delia im Adventskalender und ich hatte zwar Anfang des Jahres angefangen, auch so ein paar Full-Face-Adventskalender-Videos für euch zu machen, aber irgendwann halt ist die Zeit halt auch ein Stück weit vorbei. Es kommen jetzt bald schon wieder die neuen Adventskalender, ne? Und das ist im Prinzip ein sehr cremiges Produkt, was auch ein Glow mit dabei hat und Feuchtigkeit spenden soll. Und da habe ich jetzt gerade auch echt Bock drauf. Ui, 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 das gibt wirklich derben Glow, ne? Das ist schon ziemlich cool. Ich verlinke euch auch alle Produkte, wie immer, unten in der Infobox. Und hier sind auch Timestamps zu den jeweiligen Schritten, die ich gerade so treibe. Und ja, also das ist auf jeden Fall jetzt im ersten Moment ein schöner Primer. Ich meine auch, dass ich den schon mal hatte und aufgebraucht habe. Verträgt sich hier super mit meiner Pflege, mit meinem Lichtschutzfaktor. Und das ist mir persönlich halt echt immer wichtig. Weil wenn ich jetzt irgendwelche Produkte auftragen würde und alles wird hier anfangen, Würstchen zu bilden oder rumzukrümeln, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ist schön, sehr, sehr angenehm. Und dann habe ich bei der Beauty-Manufaktur ja was bestellt und unter anderem halt auch diese Foundation von Kryolan, die Ultra Foundation in der Farbe Alabaster. Hier sind 15 Gramm drin. Wenn man sich das so runterrechnet, ist das gar nicht mal so günstig eigentlich, ne? Es ist Theaterschminke. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Farbe dann so in meinem Gesicht performen wird und wie deckend das auch ist. Denn ich habe hier so zwei ziemliche Besucher unterwegs, also Mr. Fried hat sich schon ein bisschen seine Ausflugsfamilie dazugeholt. Ich verwende jetzt hier von Zoeva Pinsel. Die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und dann gehe ich da einfach direkt mal mit dem Buffer hier so rein und dann gucke ich mal, wie das so wird. Denn ich denke, am besten kann man sowas mit einem Buffer auch auftragen, ne? Oha! Ey! Ich sehe es ja erstmal nur aus der Entfernung. Aber farblich gesehen passt das schon mal viel, viel besser als im ersten Moment so erwartet. Richtig gut. Eieiei. Es ebnet direkt aus. Oder an. Ebnet. Und gleicht mein Teint so ein bisschen aus. Boah. Das muss ich mir mal aus der Nähe angucken, weil jetzt so aus der Entfernung hat das gerade einfach perfekt funktioniert. Aus der Nähe sehe ich schon, dass ich Foundation trage. Aber es fühlt sich nicht so schwer an. Und ich bin ja eigentlich jetzt gerade auch nicht so der ultimative Fan von deckenden Foundations, ne? Bin ich ja vollkommen ehrlich. Muss eigentlich jetzt so Richtung Frühling, Sommer für mich nicht so unbedingt sein. Aber die hat es drauf. Weil die macht das mit einem sehr natürlichen Finish. Ich glaube, das könnte so ein kleiner Geheimtipp sein. Wow. Sitzt weitestgehend gut auf meinem Gesicht. Also setzt sich jetzt auch nicht irgendwie super merkwürdig an manchen Stellen ab. Das ein cooles Teil. Nicht schlecht, Herr Specht. Neuen Concealer habe ich nicht. Dann nehme ich meinen aus dem Project Pen. Nabla Regeneration. Kriegt man bei Purish. Und ich meine auch aktuell mit Claudi. Ich habe schmierige Finger. Mit Claudis Welt 15, dass man da auch 15% Rabatt auf meine Creator Page bekommt, wo der auch mit drauf ist. Ne? Also sehr empfehlenswert. Das ist in der Farbnuance Light Ivory. Das Einzige, was ich hier immer bedenken muss, ist, dass ich den auch ordentlich einzublenden habe. Ich habe den letztens bei einem Livestream verwendet. Das war nicht so schlau, denn ich habe den vergessen, richtig einzublenden. Und das sah dann aus der Nähe ziemlich bekloppt aus. Okay, der hat jetzt hier auch mit der Foundation ein paar Probleme. Die lassen sich nicht so schön miteinander verbinden. Das ist ganz interessant. Wahrscheinlich, weil der Concealer zu flüssig ist und die Foundation quasi dadurch, dass sie ja diese cremige Textur hat, ein bisschen zu fest, ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal, um das Ganze besser zu verbinden, mit dem Buffer drüber. Da ist ja auch noch ein Rest Foundation drin. Nee, die wollen nicht miteinander. Das sind keine kompatiblen Geschichten. Schade eigentlich. Dann sei eben gemein. Dann lassen wir das halt einfach so. Schade. Das sieht denn jetzt nicht so gut auf dem Gesicht aus. Aber na. Ich habe jetzt hier von e.l.f. auch mir was Neues bestellt gehabt. Und zwar diesen Camo Liquid Blush. Ich habe den in der Farbe Peach Perfect. Und ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass das eine ganz gute Farbe sein könnte. Könnte aber auch sein, dass der ein bisschen zu hell ist und man ihn nicht so in dieser Nuance sieht. Ne? Mal gucken. Also, ja, ist halt ein Liquid Blush. Das heißt, da würde ich empfehlen, das Ding ist
aufzuschrauben. Hallo. Ja, hat eigentlich so ein Applikatorfüßchen, aber ich gebe mir das eigentlich ungern direkt mit sowas auf mein Gesicht. Das heißt, erstmal hier auf meinen Handrücken. Und dann kann man einfach überlegen, macht man das mit einem Schwämmchen, macht man das mit einem Pinsel. Ich glaube, dass ich das hier am besten mit einem Pinsel auftragen kann. Deswegen nehme ich meinen Foundation Buffer, lade den entsprechend auf und gebe mir das dann hier auf meine Wange. Oh, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Ton. Ich gucke gerade auch, ob der sich mit der Foundation verträgt. So lala. Also es geht auf jeden Fall dadurch, dass ich ja auch noch Foundation hier im Pinsel mit drin hatte. Ne? Dann hat sich das schon mal im Pinsel quasi verbunden. Ja, aber es ist eher ein natürlicher Blush. Man sieht ihn kaum. Ne? Das ist ein bisschen schade tatsächlich, weil die Farbe ist sehr, sehr nice. Und mal gucken. Weil wenn ich den jetzt, glaube ich, zu sehr aufbaue, na, mal schauen. Ich habe jetzt nochmal so ein Ding genommen, eingearbeitet und trage den jetzt nochmal auf. Ach, guck mal doch, das geht. Oh, seht ihr die Farbe? Die mag ich gerne leiden. Mhm. Also für helle Hauttypen ist das, oder für sehr helle Hauttypen, wie das bei mir halt der Fall ist, ne, ist das ein wunderschöner Blush. Richtig toll. Schön. Nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen abpudern. Das ist jetzt nicht ganz so neu bei mir. Das ist jetzt quasi meine third impression. Be Perfect mit Katie Daly gibt es bei Purish, wie gesagt, da auch die Claudies Welt 15 als 15% Rabatt für euch. Ne? Habe ich in der Farbe Candy Floss. Das ist nämlich so ein rosa Tönchen. Und das kommt halt in so einer opulenten Verpackung mit so einem Netzding. Ja, übers ganze Gesicht würde ich mir persönlich diesen Farbton jetzt nicht wirklich geben, auch wenn ich einen kühlen Unterton mit dabei habe bei meiner Haut. Bin ich nicht so kühl, dass Rosa bei mir jetzt als Puder passen würde. Deswegen nehme ich hier auch aus meinem Project Pen von Too Faced, mein Primed and Poreless. Das ist ein altes Schätzelein. Ne? Das gibt es auch so nicht mehr. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ach, das ist ein Foundation Buffer, den nehme ich nicht dafür. Dann nehme ich jetzt einfach einen Puderpinsel und puder damit mein komplettes Gesicht ab und verblende dann natürlich auch das Puder, was schon so um meine Augen drumherum ist, mit rein, damit das nicht ganz so super hell mehr aussieht. Und dann funktioniert das ganz gut, finde ich. Ich habe echt schon ein mega Hardpan und so hier drin. Also da muss ich immer richtig wursteln, um da Produkt auf meinen Pinsel zu bekommen. Naja, das ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Aber deswegen, dafür habe ich ja auch mein Project Pen. Das hatte Melli, Melofloria, damals begonnen. Und habe ich mich ja mit angeschlossen und dann ist ja auch Steffi mit dabei und Katrin und Caro und. Und das macht einfach Spaß, dass man da auch wirklich mal einen Fortschritt sieht und die Produkte auch aufbraucht dann, ne? Weil, ja, so viel in Videos zeigen kann ich das jetzt so nicht, weil das gibt es nicht mehr und so. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, das durch das Projekt halt weiter zu verwenden. Und das macht durchaus Sinn. Kann ich wirklich auch jedem empfehlen. Schaut dazu gerne bei Claudies Bunte Welt vorbei. Da habe ich auch das, ja, lade ich monatlich auch die Videos, ne, die Penning Sisters Updates hoch. Und da könnt ihr natürlich auch herzlich gerne mitmachen. Genau, ich habe jetzt mein Gesicht hiermit einfach mal schön abgepudert. Man sieht den Blush auch noch leicht durchkommen. Würde sagen, ne, fürs Video ist es dann wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Fürs reale Leben passt das ganz gut, aber für Video muss ich gleich noch was drüber machen. Vorher verwende ich aber noch einen Bronzer, auch das aus dem Project Pen, weil neue Bronzer gibt es jetzt nicht so super viele aktuell. Das ist jetzt hier der Terracotta von Guerlain. Auch der ist im Aufbrauchmodus und auch der hält und hält und hält. Ist aber ein richtig schöner Held, weil der toll ist. Eiweiß sehe ich frisch aus, oder? Ich finde es gut. Dann habe ich nämlich hier aus dem Adventskalender von Benefit diesen Crystar. Das ist die Mini-Variante davon. Der ist richtig intensiv. Also ich denke, den werden wir jetzt auch sehr intensiv auf meinem Gesicht sehen können. Weil, ja, abgefahren, ne? Aber die haben halt auch so richtig krasse Farben. Ich dippe da jetzt so ein bisschen rein. Ein bisschen mehr. Das mache ich nicht direkt auf mein Gesicht. Nein, übertreib nicht dein Leben. Jetzt mal gucken. Wobei die Farbabgabe... Das geht wohl. Okay, keine Angst. Der hat auch ein bisschen Schimmer mit drin. Da muss ich mal gucken, ob ich das mag. Der ist, oh, der hat ganz schön viel Schimmer mit drin. Oh. Muss ich mal gucken, ob ich das mag. Weil sonst ist es bei mir ja wirklich so, dass wenn ich halt einen Blush mit Schimmer oder auch einen Bronzer mit Schimmer verwende, ne? Ich möchte ja eigentlich nicht unbedingt überall diesen Schimmer haben. Oder den Glow. Und vor allem habe ich hier auch einen goldenen Glow mit dabei, was jetzt für mich, ihr seht es auch, ne, ein bisschen zu dunkel ist.
Dadurch sieht es dann auch halt leider relativ schnell fleckig aus und das will ich ja eigentlich nicht haben. Schade, weil wäre das nur der Blush gewesen, ohne diesen Schimmer, hätte ich den, glaube ich, richtig gefeiert. Weil hier sehe ich das zum Beispiel, also von der Seite kommt immer Tageslicht, ne? Da sieht man halt Highlighter auch immer ein bisschen mehr, man sieht den Glow auch immer ein bisschen mehr. Und hier sehe ich das dann halt quasi, wie das im, in Anführungsstrichen, Schatten aussehen würde. Und da gefällt mir die Farbe. Das wäre eine richtig tolle Frühling-Sommerfarbe für mich. Oh. Aber halt leider mit Schimmer drin, wenn ich dann ins Tageslicht gehe, sieht es halt merkwürdig aus. Mein Fall ist es jetzt nicht so unbedingt. Ich gebe mir jetzt trotzdem noch ein bisschen Highlighter auf. Das ist jetzt von Too Faced, dieser Moon Crush in der Farbe Shooting Star. Gehe ich ein bisschen rein. Ich hätte eher einen ganz kühlen wählen sollen, dann hätte das vielleicht das Ganze etwas ausgeglichen. Egal. Naja, mache ich jetzt hier so drüber. Finde ich hübsch. Dann nehme ich mir einen Augenbrauenstift. Der ist aktuell einfach in meinem Aufbrauchmodus von Yves Rocher in der Farbe Blond. Auch das Augenbrauengel, was ich verwende, ist hier von Catrice der Superglue, den ich aktuell in meiner Schublade habe zum Verwenden im normalen, so immer wenn ich mich halt schminke und kein neues irgendwie zur Hand habe, ne? Kommen wir zu diesem wunderschönen Ding. Lise Cosmetics hat eine neue Lidschattenpalette rausgebracht. Wenn man die zuerst sieht, denkt man sich, die kenne ich doch schon. Aber nee, die haben halt diese Motte jetzt öfters oder diesen Schmetterling. Ist ein Schmetterling, ne? Ja. Diesen Schmetterling jetzt öfters auf neuen Paletten drauf. Das ist die Mellow Grove Pressed Powder Palette. Und ich finde, dass sie tatsächlich von der Optik her, von außen her, auch richtig hübsch aussieht. Sie hätte jetzt erst vermuten lassen, dass es auch irgendwie eine lila Palette ist, ne? Passend zu meinem Oberteil. Aber wir finden hier als Pop of Color richtig krasse Grüntöne drin. Ja, das schreit natürlich nach Claudi, ne? Kann man nicht anders sagen. Lidl Cosmetics ist cruelty-free, was ich richtig nice finde. Und ihr bekommt es bei Purish. Ihr könnt da mit Claudis Welt 15 auch nochmal drauf sparen. Und wir haben hier sowohl normale Shades als auch Duochromes mit am Start. Und ja, das sieht alles sehr abgefahren aus. Und mal gucken, wie das dann auch auf den Augen aussieht. Ja, es wird ganz offensichtlich ein grün-moviger Look. Und da könnte man vermuten, dass ich das irgendwie schon geplant hätte, als ich mich heute Morgen angezogen habe und dieses mintgrün-blass-lilane Kombinationsgedönsen angezogen habe. Nee, tatsächlich nicht. Das ist echt witzig. Ich habe meine Augenlider, die ja, ihr seht's, ne, furztrocken sind, im Prinzip ja schon mit Puder gesettet. Also da muss ich jetzt nicht noch irgendwie eskalativ andere Sachen drauf machen. Das heißt, wir können jetzt auch schon direkt mal mit dem Look starten. Ich nehme mir dafür mal so einen Smudger-Pinsel. Ich glaube, das könnte jetzt ganz gut funktionieren. Ja, ich starte mit Serenity. Serenity? Warte. Hast du nicht auch noch Schimmer drin? Naja, so ein bisschen. Aber ich glaube, damit kommen wir klar. Das ist halt so ein Schweinchen-Rosa-Ton. Und den setze ich mir hier in meine Lidfalte rein. Ist ein klassischer Ton, ne? Der aber auch noch ein bisschen so ganz leichten Glow mit dabei hat. Jo. Man kann sich mit dieser Palette auch wirklich sehr viele unterschiedliche Looks schminken. Allein wenn man halt nur diesen Ton nimmt und dann halt diesen rosa Schimmerton, der so ein Duochrome auch ist, mit dazu kombiniert, hast du einen schönen Look, kannst es außen vielleicht auch ein bisschen mit einem der Mauve-Töne, mit einem der, ja, bärigen Töne, weinroten Töne, ich bin so schlecht im Farben beschreiben, halt verdunkeln, auch an den unteren Wimpernkranz, dann hast du halt wirklich einen rosa Look. Du hast auch die Möglichkeit, dir grüne Looks zu schminken, weil das hier ist ja auch genauso die gleiche Geschichte wie jetzt auch, nur halt als Mintgrün, dann hast du hier auch ein Dunkelgrün und dann hast du hier nochmal diesen Grünschimmerton. Easy peasy lemon squeezy, ne? Du kannst auch richtig schön dunkel werden mit den dunklen Tönen oder du machst es halt so, wie ich es halt gerne mag, einfach alles miteinander kombinieren, eine Farbexplosion machen, weil du hast halt quasi dieses Grün als Komplementär zu dem, ja, Weinrot. Ne? Also ich sehe es ja immer wieder, wenn ich halt auch solche Looks schminke mit diesem Rosa oder halt auch Weinrot, dass meine grünen Augen dadurch oder grün-braunen Augen dadurch richtig doll zum Vorschein kommen. Und das kannst du halt mit dieser Palette halt auch erreichen, indem du die beiden Töne auch kombinierst. Dadurch knallt es jeweils auch immer richtig raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit den matten Tönen auch dieses Rosa, dann außen das Weinrot und dann nur dieses Grün auf die auf das bewegliche Lid geben würde, wird es halt so richtig rausstechen und leuchten. Vielleicht mache ich das sogar, dass ich das als Kombi mache. Vielleicht mache ich aber auch mal wieder so ein, ja, ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren. Genau, weil ich habe hier jetzt ja quasi dieses Rosa. Dann gehe ich jetzt mal in dieses Sylvan, in dieses Grün, matte Grün rein, Moosgrün irgendwie.
Oh, auf dem Pinsel wirkt das irgendwie schon sehr intensiv. Und das tupfe ich mir hier außen mal hin. Man muss bei Lidl manchmal ein bisschen aufpassen. Die Töne sind halt wirklich intensiv pigmentiert. Das heißt, das könnte rieseln, ne? Also normale Menschen schminken sich ja auch nicht so, sondern halt eher so nach vorne gebeugt. Aber damit ihr es seht, mache ich das ja auch so. Das heißt, es könnte rieseln. Darauf stelle ich mich jetzt einfach auch mal ein. Ich will es aber nicht komplett in die Lidfalte einblenden. Ich mache das nur hier außen, da wo quasi bei meinem Auge das Weiße außen ist, ne? Da setze ich mir das Dunkelgrün hin. Der hat schon was drauf, Leute. Richtig cool. Aber wie gesagt, immer vorsichtig reingehen, sonst habt ihr wirklich auch die Krümelparty. Das will man ja nicht. Da muss man nachher viel zu viel sauber machen. Mit so einem kleinen, fluffigen Blendepinsel nehme ich mir auch ein bisschen was von dem Lagoon auf und blende das dann hier ein bisschen aus, dass das Dunkelgrün ein bisschen ausgeblendet wird. Ich nehme mir jetzt auch noch dieses Sway mit dem Pinsel, den ich jetzt schon habe, auf. Wie gesagt, eigentlich, ne, brauchst du nicht so viel Farbengedönsen, aber ich möchte jetzt auch so super viel ausprobieren, einfach weil mich die Palette gerade so inspiriert und ich gucken möchte, wie die Töne so funktionieren. Und das setze ich hier quasi als Verlängerung ran, nochmal richtig definiert in die Lidfalte, dass man da halt auch nochmal so einen richtigen Schatten hat. Und durch ein bisschen reindippen hat man da schon sowas kreiert. Also das ist schon gut pigmentiert, ne? Und um die matten Töne abzuschließen, gebe ich mir hier diesen Tranquil. Das ist wirklich so ein richtig schöner, gräulicher Braunton. Ganz kühler Ton an den unteren Wimpernkranz. Da siehst du halt nicht viel von, aber der untere Wimpernkranz soll einfach nur so ein ganz kleines bisschen betont werden, aber halt nicht im Fokus des Ganzen stehen. Und ich finde, wenn ich den so auf meine Haut auftrage, wird der auch schon fast lila. Also es erinnert mich halt an meinen, ne, an meinen Hoodie, den ich anhabe. Und ja, der Concealer ist überhaupt kein Freund von meinem Foundation-Kombinationsgedönsen. Der setzt sich leider da gerade ganz blöd ab. Nun, ich verwende jetzt den NYX Glitter Glue, würde ich euch immer empfehlen, vor allem auch bei hochpigmentierten Geschichten. Ja, mag ich ganz gerne. Dafür nehme ich halt so einen Katzenzungenpinsel einfach und gebe mir da ein kleines Würstchen drauf, gebe das auf meine Augen und gebe darüber die Schimmertöne. Das hält dadurch einfach besser, es rieselt weniger. Große Empfehlung, ganz einfach. Und das tupfe ich mir dann so auf mein bewegliches Lid, damit ich da schon mal meine klebrige Base habe. Ich möchte auf jeden Fall den Ton Elysian nachher verwenden. Sanctuary ist auch ein krasser Ton. Aber ich glaube, der passt jetzt nicht so zu dem Look. Ich glaube, ich nehme Adrift. Das ist dieses rosa Schimmertönchen. Und den Ton Elysian. Das ist dieser wunderschöne mintgrüne Ton. Also die beiden. Und dann setze ich mir diesen Ton in den Innenbereich und den in den Außenbereich. Ui, das mag ich ja. Das ist schon mein Vibe. Und daneben dann halt quasi das Grün. Hätte man auch quasi umgekehrt machen können, ne? Dass man, wie gesagt, das Grün dann mehr so in die Mitte gibt, damit es dann so gegensätzlich ist, aber da ist jetzt halt dieser rosa Schimmerton, der auch dieses Güldene mit dabei hat, für mich einfach mehr da. Ich meine, man hätte hier auch noch diesen Helikon nehmen können. Diese Palette bietet wirklich viele schöne Möglichkeiten. Da sollte man sich nicht erstmal so von dem relativ monochromen Äußeren abschrecken lassen. Da steckt viel drin. Boah, das ist aber intensiv, ne? Oh, ui! Ist nicht jedermanns Sache, diese Kombi, aber ich mag sowas eigentlich schon ganz gerne. Und dadurch, dass die Töne halt mehrdimensional sind, schimmern die halt, je nachdem, wie man so sein Gesicht bewegt. Das ist cool. Mit meinem Puderpuffel, den ich eben genommen habe, um unter meinen Augen abzupudern, kann ich jetzt auch ein bisschen aufräumen, weil ich etwas grobmotorisch mit meinen Fingern gearbeitet habe. Genau, dann hat man da schon mal auch so ein bisschen aufgeräumt. Das knallt. Okay, cool. Mag ich. Das ist, ja. Für meinen Innenwinkel nehme ich jetzt hier den hellsten Ton, der nennt sich Bliss. Das ist dieser hier. Und da nehme ich jetzt auch den Katzenzungenpinsel von eben. Der ist natürlich jetzt noch ein bisschen angefeuchtet, ne? Das heißt, da mache ich am Handtuch ein bisschen da den Glitterglue auch raus, aber trotzdem ist er noch feucht. Dann gehe ich in den Ton und trage mir den im Innenwinkel auf. Der kann was. Der ist schön. Glowy, papoey. Das ist schon schön. Also wird nicht jeder, ne, so feiern wie ich, aber ich bin halt so eine richtig bunte,
Frau. Ich mag das halt einfach. Genau, jetzt habe ich hier von Banana Beauty mein Basic Bitch. Mal gucken, ob der noch funktioniert. Letztens im Livestream habe ich den, glaube ich, ein bisschen zu lange offen gehabt. Ja, doch. Aber die Spitze ist schon ziemlich abgefranst. Ja, ich glaube, der ist mir ziemlich eingetrocknet, ne? Das ist keine präzise Spitze mehr da hinten. Ja, blöd. Nun denn, ja, fixieren wir trotzdem mal das Ganze. Da habe ich ja auch von Kryolan mir dieses Fixing Spray geholt. Das ist so ein Continuous. Finde ich auch richtig cool. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu trocken ist. Weil es soll eigentlich ja, also, das ist ja, wie gesagt, Theaterschminke. Das wird schon machen, dass alles sehr, sehr festgetackert wird. Wow. Boah, es ist Haarspray. Oh, oh mein Gott, mein Gesicht klebt. Oh, das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Boah, das ist Haarspray. Oh, ich spüre das einfach überall. Ich habe jetzt ja nicht so super viel drauf gemacht, aber ich spüre es. Wow. Also für wirklich, wenn du auf eine Hochzeit gehst oder sonst irgendwas, kann das sicherlich was sein. Aber wow, wie ich einfach gerade alles spüre, da ist ja null Feuchtigkeit mit drin gewesen. Wir biegen jetzt einfach mal die Wimpern. Mesauda hat eine neue Mascara auf den Markt gebracht und die möchte ich mir mal mit euch angucken. Die Femuline Mascara. Die schaut so aus. Kriegt ihr, wie gesagt, auch bei Pure. So wie ich glaube jetzt alles, was noch kommt. Genau, hat ein bananenförmiges Gummibürstchen. Da bin ich jetzt mal super gespannt, ob die auch mit der Big and Thick Lashes mithalten kann. Denn die finde ich persönlich ja richtig genial, ne? Naja, wir gucken mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich glaube, diese Mascara wird vielen von euch gefallen. Sie macht zwar nicht das, was ich bei Mascaras auch immer großartig finde, nämlich etwas buschigere, dichtere Wimpern, sondern sie macht Länge, sie macht Schwung, Volumen. Na, Volumen nicht unbedingt. Nee, das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Nee, nee. Aber sie definiert die Wimpern halt schon sehr. Ne? Also ich persönlich... Meine Meinung. Ich bin da manchmal etwas anders unterwegs, ihr wisst das. Ich würde diese Mascara kombinieren mit einer Mascara, wie zum Beispiel der Nabla Vicious oder halt auch der Mesauda Big and Thick Lashes, weil das einfach die Kombination von dem geben würde, was ich mag, ne? Was halt voll mein Vibe ist, nämlich diese dichtere Wimperngeschichte zusammen mit der Längensache und so, weil so ist es mir persönlich einfach ein bisschen zu wenig, aber Geschmackssache, absolut. Und wenn man gepatzt hat, kann man das Ganze ganz easy peasy, lemon squeezy mit einem Spoolie wegbürsten, wie immer, ne, da, ja, erzähle ich euch das ja immer wieder. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich das dann trocknen lasse und dann nochmal wegbürste. Jo, jetzt habe ich ein Crayon von LH Cosmetics oder ein Lip Liner von Estee Lauder. Ich glaube, ich nehme hier von LH Cosmetics. Erstmal gucken, wie hier die Farbe ist. Nee, nee, ich nehme Estee Lauder, weil die Linda ist hier leider etwas zu dunkel unterwegs. Und zwar der Stay in Place Lip Pencil in der Farbe 18 Nude hatte ich auch im Adventskalender. Ich meine, das war von Anja, ne? Von dem selbstgepackten Adventskalender. Ist hier eine kleine Variante. Und zwar habe ich hier, weiß ich nicht, wie viel hier drin ist. Vielleicht die Hälfte von einem normalen oder so. Schöne Farbe. Ist ein klassisches Nude. Würde auf jeden Fall auch gut zu dem Look passen, weil sehr zurückhaltend. Ne? Fühlt sich angenehm cremig an. Kann man gut auftragen, ohne dass es jetzt irgendwie sich merkwürdig anfühlt. Denn jetzt als Lippenstift an sich habe ich auch ein sehr mattes Schätzelein. In der Farbe... Ich habe hier die falsche Farbe drin. Dann weiß ich jetzt nicht, ob der Lip Liner, den ich jetzt gewählt habe, passend ist. Doch. Grob. In der Farbe Dea habe ich nämlich hier einen von den Beyond Blurries von Nabla. Das sind ja die neuen Lippies, auch in einer wunderschönen Verpackung hier, dieses Rosa. Das ist ja hübsch, ne? Und die hatten ja schon diese Beyond Jelly Viecher rausgebracht, die ja sehr juicy waren und auch dieses Glossy Finish, voll mein Ding. Und dann gibt es hier in ähnlichen Farben halt auch noch die matten Varianten. Oh. Das ist aber eher rötlich, Claudi. Also... bärig, was dann natürlich zum Augenlook passt, aber zum Lipliner jetzt nicht so sehr. Leute, der Look gefällt mir richtig gut. Ich muss mal eben hier mein Swatch-Gedönsen wegmachen. Kriegst du auch nicht so leicht ab. Genau.
Und dann habe ich hier einfach mal meinen fertigen Look mit allerhand Neuheiten und einfach interessanten Produkten meiner Meinung nach, ne? Wie gesagt, ich habe euch die Produkte mal in der Infobox verlinkt. Mir gefällt, was ich sehe. Ich denke, ich werde gleich noch ein bisschen Mascara nachlegen, weil ihr kennt mich, ich mag es gerne Wum. Und ich habe nachher noch ein paar Videos, die ich drehen möchte. Da werde ich mir dann natürlich auch noch hier ein bisschen Schmuck und so ein Kram mit dazu machen. Aber so gefällt mir das. Was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Produkt ihr jetzt am interessantesten fandet. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.